Gute, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr seht. Hier die Lucifer News aus Braunschweig. Mein heutiges Thema: Ein Eurojobber haben Anspruch auf vollen Lohnausgleich. Das geht aus einem Urteil vom 13.04.2011 vom Sozialgericht Kassel, was entschieden hat, wenn man Arbeiten macht, die nicht dem öffentlichen Interesse entsprechen, haben ein Eurojobber Anspruch auf vollen Lohnausgleich. Nehmen wir zum Beispiel hier in Braunschweig die 1-Euro-Jobber, die die Straßen sauber machen. Ja? Unsere Stadtreinigung wurde privatisiert, an die Firma Alba verkauft. Damit ist die Stadtreinigung nicht mehr im öffentlichen Interesse, sondern im Interesse der Firma Alba. Das heißt also, wenn hier Leute zum Kippen einsammeln und Straßenreinigen sauber gemacht werden, eingezogen werden, dazu gezwungen werden, haben sie also Anspruch auf vollen Lohnausgleich. Ja? Das heißt, die Argen müssen hier vollen Lohnausgleich zahlen, weil es nicht mehr im Interesse der Öffentlichkeit ist. Das gleiche ist es, wenn man einen Eurojobber in Hausmeisterposten setzt, in Gärtnerposten, wie zum Beispiel bei der Arbeiterwohlfahrt. Ja? Zum Beispiel, die ja unter anderem auch in Gifhorn für VW gearbeitet haben, entspricht das nicht mehr dem öffentlichen Interesse, sondern dient Privatfirmen. Und da ja in Braunschweig so gut wie alles privatisiert ist, besteht also Lohnausgleich. Es könnten also hier, sage ich mal, Lohnfortzahlungen auf die AG Braunschweig zu kommen in immens hoher Höhe. Ich würde also empfehlen, diesen Antrag nicht etwa hier bei den Gerichten in Braunschweig zu stellen, sondern dies beim Sozialgericht in Kassel zu stellen. Inwieweit das machbar ist, muss ich noch abklären. Wie gesagt, man kann sich auf dieses Urteil berufen. Wenn man also Arbeiten machen muss als ein Eurojobber, wo man nicht will, man muss aber auch schriftlich bekunden, dass man das nur unter Zwang macht. Das sollte man der AG durchaus schreiben, damit sie das zur Kenntnis hat. Und in dem Moment habe ich also Anspruch auf vollen Lohnausgleich, der von der AG gezahlt werden muss, weil es eben, wie gesagt, nicht dem öffentlichen Interesse entsteht, wenn hier, sage ich mal, gerade bei Privatisierung, wenn also die Stadtreinigung privatisiert wird, die ich ja als Bürger bezahlen muss und soll dann noch als Zwangsarbeiter die Straßen sauber machen, geht gar nicht. Ja? Oder eben in Parkanlagen oder, ja, weil die Herrschaften mit ihren Fantasien mit Hartz IV, was ich persönlich ja als Faschismus bezeichne, ja, ich begründe das darauf, dass, sage ich mal, Peter Hartz, VW hat seine Größe eben durch die Zwangsarbeiter gekriegt, KDF-Wagen sagt was, Wolfsburg sollte man sich mal die Geschichte reinziehen, schaut einfach mal VW im Dritten Reich, da finden sich zahlreiche Dokumente drüber, die darüber Auskunft geben, welche Herkunft VW hat. Da kann man also nachvollziehen, dass dieser Aussatz Hartz IV ist Faschismus durchaus gerechtfertigt ist. Wie gesagt, es geht aber jetzt nicht darum, jetzt das Ganze als Faschismus direkt zu deklarieren, sondern es geht darum, seine Rechte durchzusetzen, und diese Rechte stehen also dahin, wenn also Zwangsarbeit erzwungen wird, die nicht im öffentlichen Interesse sind. Wir kennen zum Beispiel den Beitrag Armutsindustrie, wo ein deutscher Hersteller hier in Braunschweig Trampoline zusammenbauen lässt von 1-Euro-Jobbern, ja, um billiger produzieren zu können, haben diese Leute Anrecht auf vollen Lohnausgleich bei der AG. Ja? Berufung eben auf das Urteil vom 13.04.2011 aus Kassel. Ich finde, Kassel hat schon einige gute Urteile gesprochen. Die Sozialgerichte scheinen da also wirklich auf dem Laufenden zu sein. Im Gegensatz zu Niedersachsen. Ich meine, gut, Niedersachsen macht ja sowieso, wir machen hier wieder die Freimaurerkunst und Adam Weishaupt und etc. und Esoterikkult, statt hier Arbeitsplätze zu schaffen. Man hat sich also von der Gesetzgebung hier entfernt. Ja. Wir sind also jetzt schon auch wieder so weit, dass man Leute aus den Wohnungen holt
um sie eben in bestimmte Lager zu bringen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch meine Erfahrung wieder mit der Uferstraße gemacht, mit den Sinti und Roma, die eigentlich einen Anspruch auf eine Ausbildung oder eine Schulausbildung gehabt hätten. Das hat man ihnen versagt nach BEG. Ja, und die werden jetzt wieder verfolgt. Ja, so wiederholt sich die Geschichte. Und wie gesagt, diese Herrschaften haben natürlich da auch einen Anspruch. Vielmehr geht es jetzt, wie gesagt, um die Zwangsarbeit, die hier gemacht wird, durch die 1-Euro-Jobs als Gärtner, als Hausmeister etc. etc. Das Problem ist, dass hier in Braunschweig die Leute wirklich alles mitmachen. Deswegen installiert man auch in Braunschweig eben solche Sachen, weil hier, und so schreiben auch andere Behörden, hat man mit der geringsten Gegenwehr zu sorgen, zu rechnen. Ja, das funktioniert hier Hand in Hand. Die Geschichte der Stadt Braunschweig ist sowieso, und man hat hier auch aus der Geschichte nichts gelernt. Deswegen kann die sich jederzeit wiederholen, und sie wiederholt sich gerade. Wie gesagt, bis auf ein paar Ausnahmen, die wirklich dagegen halten, mit eben meiner Wenigkeit, sind es recht wenig Leute. Ja, ich habe ja also sogar 1-Euro-Jobber getroffen, die ihren 1-Euro-Job verteidigen, Blut bis aufs Blut, aufs Messer. Wenn du denen sagst, du kannst einen Job kriegen, der mehr bezahlt wird, ja, schlagen sich da fast für. Das ist ungefähr wie der Fall von den Leuten, die Frauen, die vergewaltigt sind und dann ihren Vergewaltiger schützen. Das ist, naja, das kommt wahrscheinlich durch den Psychoterror, der gemacht wird, und die Beeinflussung, weil man findet hier in Braunschweig keine vernünftige Institution, die einen unterstützt, wenn es hier zu strafbaren Handlungen kommt, die durch die AGE gemacht werden. Steht man hier recht alleine da. Wie gesagt, ich mache Beratung, es gibt noch einen Anwalt, der Beratung macht. Es sind noch so Einzelleute, die Beratung machen. Aber im Großen und Ganzen irgendeine Institution, der Sozialverband hat mir ja persönlich gesagt, sie machen nichts mehr gegen die AGE. Es ist also witzlos, da reinzugehen und sein Geld zu bezahlen. Und die Parteien, wie gesagt, die Linke hat sie gekriegt, und ich habe alle Parteien angeschrieben. Das interessiert die auch nicht. Also man ist hier recht alleingelassen, wenn man in diese Hartz-IV-Falle kommt. Und wie gesagt, die wenigsten machen den Mund auf und wehren sich. Leider, das ist in der Geschichte von Braunschweig schon immer so gewesen. Ne? Es reicht, wenn man den Leuten hier ein Fähnchen in der Hand gibt, da können sie winken am besten. Heute mal, früher hat man die Nazi-Fahnen gemacht, ja. Denn in der DDR hat man die FDJ-Fahnen gemacht, und heute macht man eben die Deutschland-Fahnen. Und keiner weiß, dass es eben die Fahnen der Weimarer Republik sind. Und das wollen die auch gar nicht wissen. Wir sind einfach glücklich, das Fähnchen zu schwingen, und dann ist gut. Ja, wie gesagt, wer also sich dagegen wehren will und will sein Geld holen, kann eben, wie gesagt, das ist bei mir in dem Portal 1-Euro-Jobs und Bürgerarbeit, da ist es verlinkt. Das geht auf das Sozialgericht in Kassel zurück, kann eben seinen Anspruch geltend machen gegenüber der AGE, auch vollen Lohnausgleich, damit er mal ein bisschen was in die Kasse kriegt, Leute, und nicht hier auch noch das Fahrgeld bezahlen müsst, damit ihr hier Zwangsarbeit machen könnt und müsst. Ja, soweit so gut von der Lucifer News aus Braunschweig. Das war mein Thema. 1-Euro-Jobber haben Anrecht auf vollen Lohnausgleich. Bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News. Ciao!